In unserer Reihe Zukunftswelten hören Sie Ein fatales Erbe von Mary McCabe, aus dem Englischen übersetzt von Bernd Ruhlkötter. Die Regie hat Andreas Weber-Schäfer. Was, wenn ich es unter G16 stelle? Nein, nein, das geht wirklich nicht. Wie wäre es mit S9? Ach, die Größe ist das Problem. Was mache ich bloß damit? Ach, schon 10:30, ich kann mich nicht mehr lange aufhalten. Ja, ja, herein, herein. Grüß dich, Stan. Fleißig wie immer? Ja, morgen, Laura. Ja, über Arbeitsmangel kann ich nicht klagen. Es gibt immer eine Menge zu tun. Kann ich dir irgendwie helfen? Tja, weißt du, Professor Cunningham hat mir dieses Buch gegeben. Historische und statistische Aspekte der Verwaltung konstitutioneller Organisationen. Unheimlich spannend. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Ja, wusstest du zum Beispiel, dass Bayern im frühen 19. Jahrhundert in 8, Sachsen in 6 und Böhmen in 16 Verwaltungsbezirke eingeteilt war? Nein, keine Ahnung. Aber nun weiß ich es ja. Vielen Dank für die Information. Ja, es war sehr freundlich von Professor Cunningham, mir das Buch zu überlassen. Dafür brauche ich ihm nur eine von meinen Platten von Bachs Kirchenkantaten zu geben. Wie großzügig von ihm. Ja, aber nun ist die Frage, wo ich das Buch unterbringen soll. Ja... Stan, hast du gesehen? Oh, Laura, sei gegrüßt. Hallo, David. Du wolltest was mit Stan besprechen? Ich wollte ihn nur fragen, ob er den Anschlag am schwarzen Brett gelesen hat. Na, natürlich nicht. Du weißt doch, dass ich keine Zeit habe, mich um alte Gitarren oder Mitfahrgelegenheiten zu kümmern. Aber dies ist was anderes, etwas viel Wichtigeres. Habt ihr von dem neuen Labor für Biopsychologie gehört, das im letzten Trimester eröffnet wurde? Na, die suchen Freiwillige für ihre Versuche mit dem Generationengedächtnis. Womit? Mit dem Generationengedächtnis. Es hängt mit der Theorie zusammen, dass Erinnerungen von Generation zu Generation weitergegeben werden können, wie Haarfarbe oder musikalische Begabung. Das ist doch unlogisch. Erinnerungen werden von der Umgebung und bestimmten Erlebnissen beeinflusst, während die Haarfarbe angeboren ist. Na, trotzdem soll das Labor einige Fortschritte gemacht haben. Wer weiß, welche Geheimnisse noch in unseren Genen verborgen sind. Jedenfalls klingt die Sache interessant. Oh, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass 20 Pfund geboten werden. 20 Pfund? Für weniger als eine Stunde Arbeit. Das hört sich natürlich anders an. Stan? Ich habe beschlossen, es unter S9 zu stellen, obwohl es eigentlich ein bisschen zu groß ist. Stan, du hast überhaupt nicht zugehört. Doch, doch, ihr habt euch über die Experimente bei den Biopsychologen unterhalten. Aber ich weiß nicht, was mich das angeht. Ich verstehe überhaupt nichts von Naturwissenschaft. Das brauchst du auch nicht. Deine Rolle wäre doch vollkommen passiv. Ach komm schon, Stan, nur Mut. Du hast doch nichts zu verlieren. Denk dran, dass du dir für 20 Pfund ein paar neue Statistikbücher kaufen könntest. Ja, ich müsste mir die Sache überlegen. Schließlich soll man nichts übereilen. Das will keiner von uns. Wir brauchen uns ja nicht sofort zu entscheiden, sagen wir Anfang nächster Woche. Aber wenn, dann sollten wir auf jeden Fall alle, ich meine, gemeinsam dahin gehen. Ach, morgen, Toni. Morgen. Grüß dich. Bist du etwa der Einzige? Ich hatte damit gerechnet, dass sich mehr Freiwillige melden würden. Umso besser, dann gibt's weniger Konkurrenz. Wie viel werden eigentlich gebraucht? Keine Ahnung. Wenn ihr mich bloß nicht überredet hättet. Aber findest du es denn gar nicht aufregend? Stell dir vor, für kurze Zeit wirst du in eine vergangene Epoche versetzt. Du wirst zu einem deiner Vorfahren, siehst, was er gesehen hat, erlebst, was er erlebt hat. Für so eine Chance sollte jeder dankbar sein. Dabei hast du dir doch solche Mühe gegeben, all die Forschung nach deinem Stammbaum nur um das Antragsformular auszufüllen. Wenn ich etwas mache, dann eben sorgfältig. Ja, und trotzdem hast du die meisten Zweifel von uns allen. Du bist schon ein komischer Kerl. Jedenfalls bin ich hier. Was erwartet ihr denn noch? In der Zeit, die ich hier verschwende, könnte ich längst meine Schublade aufräumen. Meine Dame, meine Herren. Guten Morgen. Ich darf mich vorstellen, ich bin Dr. Nicholson, stellvertretende Leiterin vom Projekt Rückschau. Dr. Ramsey und ich möchten Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft danken. Nichts zu danken. Ich kann Ihnen versichern, dass das Experiment ganz harmlos ist und kaum mehr als eine halbe Stunde dauert. Ja. Also Dr. Ramsey und ich möchten jetzt anfangen, wenn Sie soweit sind. Also, wer will der Erste sein? Name?
Mach schon, Stan. Jetzt kannst du alles schnell hinter dich bringen. Nein, auf keinen Fall. Wenn niemand was dagegen hat, mache ich den Anfang. Bravo, David. Das freut mich. Das nenne ich Zivilcourage. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Mr. Melville. David Melville. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Stan, deine Nörgelei geht mir langsam auf den Nerven. Entweder machst du mit oder verschwindest jetzt. Entscheide dich, aber hör auf zu stöhnen. Ich hoffe, dass es nicht wehtut. Und wenn man eine Spritze kriegt? Ich bin allergisch gegen Spritzen. Ich habe einiges über das gehört, was sich da drin abspielt. Scheint nicht gerade ein Vergnügen zu sein. Die 20 Pfund werden einem jedenfalls nicht nachgeschmissen. Wieso? Weißt du genau, was da gemacht wird? Halt den Mund, Toni. Achte nicht auf ihn, Stan. Er will sich bloß über dich lustig machen. Na, ich sag's dir besser nicht, Stan. Du findest es noch früh genug heraus. Ich möchte dir keine Angst einjagen. Bitte. Ich muss Bescheid wissen. So gut. Zuerst wird man auf einem Tisch festgeschnallt. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Stan! Dann wird oben am Schädel ein Einschnitt gemacht. Genau dort, wo... Hör auf! Du lügst! Und am Ende gießen sie dir eine Säure direkt ins Gehirn. So was Ekelhaftes kann auch bloß dir einfallen, Tony West. Das stimmt doch wirklich nicht, Laura. Natürlich nicht. Ja, kleiner Scherz von mir. Du bist eben zu leicht reinzulegen, Stan. Zigarette? Nein, danke. Wusstest du, dass im letzten Jahr in dieser Stadt von 140 Toten 39 an Lungenkrebs und 58 an Herzkrankheit gestorben sind? Statistisch gesehen verkürzt jede Zigarette die Lebenserwartung um 5 Minuten. Gib's ihm, Stan. Du bist wirklich unbezahlbar. Na, Mr. Melville, spüren Sie schon was? Leichte Benommenheit. Ein bisschen, als wäre ich betrunken. Es ist ganz angenehm. Gut. Während Dr. Ramsey die Narkose vorbereitet, werde ich versuchen, Ihnen, was vorgeht, so zu erklären, dass es auch für einen Laien verständlich ist. Die Lösung, die Sie getrunken haben, enthält eine Chemikalie, die mit dem Blutstrom zum Gehirn gebracht wird. Dort löst sie eine Reaktion mit der Desoxyribonukleinsäure aus. Mit den ursprünglichen Bauelementen, dem Bauplan, wenn Sie so wollen, des menschlichen Organismus. Oder Systems, wenn Sie so wollen. Werden dadurch die DNS-Muster irgendwie verändert? Nein, wo denken Sie hin? Nein, ganz und gar nicht. Wir verursachen keine Mutationen, weder physische noch psychische. Die Chemikalie sensibilisiert nur die Gedächtniszellen so, dass aus früheren Generationen gespeicherte Erinnerungen, ja, der Geist hat nämlich nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche Dimension, durch einen leichten elektrischen Reiz wachgerufen werden können. Wie wählen Sie die Erinnerungen eines Vorfahren aus? Die Gene und die DNS stammen doch von vielen verschiedenen Individuen. Eine wirklich intelligente Frage. Sie sind tatsächlich kein Naturwissenschaftler, Mr. Melville? Nein, ich beschäftige mich mit Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik, Anthropologie. Erstaunlich. Tja, dieses Problem hat uns lange zu schaffen gemacht, bis es sich von selbst löste. Wie denn? Ja, um ausreichend starke Erinnerungen wachzurufen, müssen wir ziemlich viele Gene anregen. Diese Gene können, wie Sie richtig erkannt haben, von verschiedenen Vorfahren stammen, aber auch überwiegend von einem einzigen. Ja, nehmen wir zum Beispiel den Fall eines Babys, das stark schielt. Ja, was geschieht, wenn dieser Fehler nicht korrigiert wird? Das Kind verliert allmählich die Sehkraft des einen Auges, nehme ich an. Richtig. Das Gehirn empfängt 2 unvereinbare Botschaften von den optischen Nerven und beginnt, die schwächere der beiden zu blockieren. Ja, schließlich setzt sich das klarere, wenn auch nur von einem Auge stammende Bild durch. Und so ähnlich arbeitet auch das Generationengedächtnis. Nach anfänglichem Konflikt werden die dominanten Erinnerungen vom Gehirn akzeptiert. Was bestimmt die Dominanz einer Erinnerung? Etwa die relative Stärke des betreffenden Vorfahren? Jetzt verraten Sie doch, dass Sie Sozialwissenschaftler sind, Mr. Melville. Stärke, Aggression, Macht, das alles sind soziale, subjektiv feststellbare Eigenschaften. Die Dominanz eines Gens dagegen ist eine biologische, objektive Tatsache. Der entscheidende Faktor ist der Prozentsatz, den jeder Vorfahr zu den Erinnerungen beisteuert.
Natürlich, je weiter wir zurückgehen, desto schwächer, desto mehr verwässert wird die Erinnerung. Theoretisch verdankt jeder Mensch seinen Großeltern jeweils 25% seiner Gene. In der Praxis sieht das aber so aus, dass er von einem Großelternteil mehr als 50% der Gene und von einem anderen fast gar nichts erben kann. Sie verstehen also, dass wir keinen bestimmten Vorfahren auswählen und anziehen können, aber wir können die Generation und damit in etwa die Epoche festlegen. In Ihrem Fall, Mr. Melville, wollen wir nicht sehr weit zurückgehen. Sie haben in Ihrem Antrag angegeben, dass Ihre beiden Großelternpaare noch am Leben sind. Moment. Ach ja. James Clyde, Verleger im Ruhestand. Julia Clyde, frühere Suffragette und Autorin. Karl Melville, Industrieller und Politiker. Und Rosalie Melville, ebenfalls Ärztin in Tibet. Eine bemerkenswerte Familie, Mr. Melville. Und jeder hat sich auf einem anderen Gebiet ausgezeichnet. Es sollte uns nicht schwerfallen, Ihre Erinnerungen mit einem der Verwandten in Verbindung zu bringen. Da alle noch leben, ließe sich leicht überprüfen, ob alles zutrifft. Was passiert nun? Dr. Nicholson wird Sie leicht betäuben, um Ihr persönliches Bewusstsein zurückzudrängen. Dadurch wird der Zugang zum Generationengedächtnis erleichtert. Aber vergessen Sie nicht, es handelt sich, wie gesagt, um Erinnerungen, nicht um einen Traum. Sie werden keine eigenen Erfahrungen machen, sondern sich so an sie entsinnen, als gehörten sie zu ihrer eigenen Vergangenheit. Wenn Sie Platz nehmen wollen, können wir anfangen. Ja. Sieht aus wie beim Zahnarzt. Aber es ist schmerzlos. So, können Sie jetzt bitte Ihren Ärmel hochkrempeln? Ja. Nur ein winziger Stich. Ja. Sie werden die Elektroden an Ihrem Kopf nicht spüren. Es ist soweit. Fertig zum Kontakt? Läuft das Band? Fertig. Okay. Mr. Melville, würden Sie uns sagen, was Sie denken? Sie... nichts. Überhaupt nichts? Lassen Sie ihm Zeit. Nur ein graues Durcheinander. Sieht aus wie Zeitungsbilder, die stark vergrößert sind. Sie meinen schwarze und graue Punkte? Ja, aber sie bewegen sich. Sie wirbeln wie wild herum. Wirklich komisch. Ich kann mich an nichts deutlich erinnern. Ich weiß nicht einmal, was ich hier tue oder was. Einen Moment. Die Bewegung der Punkte wird langsamer. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich kann... Ja. Nun fällt's mir ein. Ich bin, glaube ich... auf der Straße gewesen. Die Sonne leuchtete. Auf den Bürgersteigen drängten sich die Menschen und wir marschierten in der Mitte der Straße. Wir marschierten, riefen Parolen und sangen. Die Frauen vor mir trugen ein so großes Spruchband, dass keiner von uns sehen konnte, wohin wir marschierten. Wir konnten uns nur an den Rücken der anderen orientieren. Es waren Tausende. Alle riefen Stimmrecht für Frauen. Oh, es war großartig. Weshalb lachen Sie? Mir ist etwas Neues eingefallen. Wie frech ich damals war. Ich wollte jemandem, einem Polizisten, sogar einen Zettel anheften, damit er unsere Botschaft überall hintrug. Und? Haben Sie es getan? Ich hab's versucht. Ich schlich mich an einen wuchtigen Polizisten heran. Er lehnte sich nach vorn, voll damit beschäftigt, die Menge zurückzudrängen. Bevor ich den Zettel ganz befestigt hatte, drehte er sich um und bemerkte mich. Es war fürchterlich. Was geschah? Er drosch auf mich ein mit seinem Schlagstock, bis ich das Bewusstsein verlor. Als ich aufwachte, war ich in einer Zelle. Erzählen Sie weiter. Lieber nicht. Es war ein schreckliches Erlebnis. Wir... machten einen Hungerstreik, wurden zwangsernährt. Ich weiß nicht, wie wir das ausgehalten haben. Nein, ich will mich nicht mehr daran erinnern.
Wir wollen Sie nicht länger belästigen, Julia. Aber es wäre sehr nützlich, wenn Sie uns ein paar Einzelheiten mitteilten, die sich überprüfen ließen. Zum Beispiel Kleidungsstücke oder die Namen von anderen Gefangenen und Gefängniswärterinnen. Natürlich. Ich habe alles so klar vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Ich trug mein dunkelblaues, durchgeknöpftes Kleid und eine hübsche Bluse mit Rüschen. Die Wärterin hieß Bertha Riddle und sie war ein Teufel. Sie ging immer... Warum haben Sie mich gerade Julia genannt? Das ist doch Ihr Name. Heiße ich nicht David? Merkwürdig. Ich kann mich so deutlich an das durchgeknöpfte Kleid und an die Rüschenbluse erinnern. Dabei bin ich David Melville. Na, seht ihr, ich hab's überlebt. David, wie war's? Ging's gut? Hat's weh getan? Ach, was, überhaupt nicht. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich durfte mir danach das Band anhören. Miss Carson, würden Sie mitkommen? Also dann, Kinder, ich erzähl euch später alles. Das heißt, wenn auch Stan dran gewesen ist, wir warten doch alle auf ihn. Na, Mr. Higgins, das war doch gar nicht so schlimm, nicht wahr? Es schmeckte nicht schlecht, aber... Würden Sie sich bitte auf den Stuhl da setzen? Nein, nicht auf den, das ist mein Stuhl. Hier auf diesen, neben den Apparaten. Schön. Wenn Sie bequem sitzen, kann ich Ihnen alles erklären. Oh, bitte nicht. Verzeihung? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich lieber nichts erfahren. Machen Sie einfach Ihre Arbeit und geben Sie mir die 20 Pfund. Mhm. Dr. Nicholson, würden Sie mir seine Unterlagen geben? Gerne. Ja, bitte. Dankeschön. Was studieren Sie, Mr. Higgins? Die Verwaltung bürokratischer Organisationen. Und das ist interessant. Sie können mir glauben, es ist ein faszinierendes Fach. Je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr Spaß macht es mir. Tatsächlich? Wie außergewöhnlich. Aber jeder hat schließlich seinen eigenen Geschmack. Natürlich gibt's Leute, die bürokratische Arbeit langweilig finden. Naja, das ist auch wirklich nicht jedermanns Sache. Vieles davon wiederholt sich und es könnte banal, vielleicht sogar sinnlos erscheinen. Das wollte ich gerade sagen. Aber es ist eine so lohnende Aufgabe, sich ganz der Verwaltung zu widmen. Allmählich fügt sich alles zusammen. Und eines Tages, ganz plötzlich, sieht man den Organisationsprozess als buntes, reichhaltiges Muster, das entscheidende Informationen über unser System liefert. Und was ist mit den vielen Regeln und Vorschriften? Ah, die Vorschriften. Wenn man sich die Vorschriften einmal eingeprägt hat, und das ist so leicht, braucht man nie wieder eine Entscheidung zu fällen. Die Vorschriften dienen als Freunde, als Ratgeber in jeder Situation. Sie passen sich nahtlos aneinander an und es kommt nie zu Konflikten. Erstaunlich. Nun, Mr. Higgins, wenn wir jetzt vielleicht zu unserem Experiment... Und die Verwaltungsarbeit bietet so viel Abwechslung. Bilanzen, Revisionen, Vorbereitung von Berichten, quantitative Statistik, Zeitstudienanalysen, Ökonometrie, periodische Anpassungsverfahren, Katalogisierung. Mr. Higgins, unsere Zeit ist auch nicht unbegrenzt. Oh, selbstverständlich. Ihre Auskünfte, Mr. Higgins, sind ausführlicher als die jedes anderen Bewerbers. Sie machen Angaben über alle Ihre Urgroßeltern, sogar über 14 Ur-Urgroßeltern. Haben Sie sich schon immer für Ihren Stammbaum interessiert? Nein, aber ich wollte gut vorbereitet sein. Es war ziemlich mühsam, aber ich dachte, es würde ganz nützlich für Sie sein. Ja, vielen Dank. Wie ich sehe, waren Ihre Urgroßeltern recht vielseitig. Lehrer, Kaufleute, Buchhalter. Einer Ihrer Urgroßväter hat sogar eine Bank gegründet. Nur eine kleine Bank, aber er war mein rechter Vorfahr. Seltsamerweise konnte ich über seine Eltern nichts herausfinden, obwohl ich es bei allen anderen geschafft habe. Ich schlage vor, Sie bis zur 5. Stufe zurückzuschicken. Das heißt, bis zu Ihren Ur-Urgroßeltern. So weit sind wir noch nie zurückgegangen. Aber da Sie so freundlich waren, 14 von Ihnen zu identifizieren, müssten sich die Ergebnisse überprüfen lassen. Es ist doch ohne Risiko. Ich meine, dass ich weiter zurückgeschickt werde als jeder andere.
Ich möchte eigentlich nicht der Erste sein. Also, vorausgesetzt... Es gibt überhaupt kein Risiko, Mr. Higgins. Sie können ganz beruhigt sein. Stellen Sie sich nur vor, dass Sie bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückgehen. Da ist er ja endlich. Stan, hier sind wir. Komm her. Leute. Wo warst du bloß? Wir haben den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Ruh dich erst mal aus. Du bist schlecht in Form. Vielleicht solltest du ein paar Pfund abnehmen. Wie kann ich mich denn ausholen? Ich musste den ganzen Tag rumrennen, um alles zu schaffen. Zuerst brauchten Dr. Ramsey und Dr. Nicholson bei mir dreimal so lange wie bei allen anderen. Was? Und dadurch war ich zu spät dran für Professor Cunninghams Vorlesung. Ich bin noch nie zu spät zu einer Vorlesung gekommen. Und deshalb bin ich den ganzen Weg über gelaufen. Zum Glück habe ich mich nur um 35 Sekunden verspätet, aber nun ist ein Fleck auf meiner Anwesenheitsliste. Du hast Probleme. Nach der Vorlesung hatte ich ein interessantes Gespräch mit Professor Cunningham über komparative Methoden der Darstellung quantitativer Information. Worüber? Dann fiel mir plötzlich ein, dass ich versprochen hatte, mich hier mit euch zu treffen. Und da bist du nun nur 2 Stunden, 23 Minuten und 6 Sekunden verspätet. Wieder ein Fleck auf der Weste? Entschuldige, Liste. Komm, bestell dir einen Kaffee, Stan, und erzähl uns alles. Weißt du, dass Laura ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis entdeckt hat? Oh, wie schrecklich. Arme Laura. Im Gegenteil, es war sehr lustig. Eine meiner Urgroßmütter war Tänzerin, bevor sie geheiratet hat. Später verließ sie ihren Mann und ihre Kinder und lief mit ihrem früheren Tanzpartner davon. Danach wurde ihr Name nie wieder in der Familie erwähnt. Ich versetzte mich in ihre Rolle und erlebte noch einmal den Abend, an dem sie ihrem strengen Mann gestand, dass sie ihn verlassen wollte. Es war so dramatisch, so romantisch. Aber welche Schande und Demütigung für deine Familie, wenn sie wüsste, dass ihr Geheimnis vor Fremden bloßgelegt wurde. Ach, das ist doch alles schon so lange her. Seitdem sind in der Welt weit schlimmere Dinge passiert. Morde, Bombardierungen, Kriege, Rauschgiftsucht. Perversionen, Prostitution. Hört auf. Ich weiß, dass ihr mich aus der Fassung bringen wollt. Ja, politischer Betrug, Unterschlagungen, Herzlosigkeit von Bürokraten. Das hältst du wohl für witzig. Im Ernst, Dan. Ich bin froh, dass ich das Band hören konnte, auf dem ich die Erlebnisse meiner Urgroßmutter wiedergab. Es war so leicht, sich in sie hineinzuversetzen. Na und du, Stan? Du hast uns immer noch nichts von deinem Versuch erzählt. Ich weiß nichts davon. Wie meinst du das? Sie haben mir das Band nicht vorgespielt. Seltsam. Weshalb nicht? Danach habe ich nicht gefragt. Schließlich müssen Sie selber wissen, wie Sie Ihr Experiment durchführen. Ich habe meine 20 Pfund und alles andere ist mir egal. Aber bist du überhaupt nicht neugierig, wieso Sie dir dein Band nicht vorgespielt haben? Nein. Du musst etwas ganz Skandalöses erlebt haben. Vielleicht ein Vorfahr, der sich bei seiner eigenen Beerdigung verspätet hat. Haha. Warum fragst du sie nicht, ob du dir das Band anhören kannst? Weil es mich nichts angeht. Außerdem habe ich zu viel zu tun. Ich muss Staub wischen, nachzählen, wie viel Geld ich heute ausgegeben habe, meinen Einkaufszettel sauber abschreiben. Deinen Einkaufszettel? Ja, am Ende ist der Kuli plötzlich ausgelaufen. Oh mein Gott, ja. Ja, das darf natürlich nicht sein. Ja, also deinetwegen hatten die beiden wahrscheinlich keine Zeit mehr für mich. Sie haben mich weggeschickt und wer weiß, ob ich noch zu meinem Geld komme. Es gibt keine Gerechtigkeit. Ich wäre neugierig genug gewesen, um mir mein Band vorspielen zu lassen. Ihr drei seid eben Intellektuelle. Danke. Hier geht nichts über Ruhe und Ordnung. Das normale Leben ist für mich schon aufregend genug. Ich fand die Sache wahnsinnig aufregend. Ich auch. Ich würde es jederzeit noch machen. Hey, du warst ja noch gar nicht dran. Meinst du wirklich, dass es richtig ist? Schließlich ist das nicht unsere Sache. Komm schon, es ist doch nur ein Spaß. Außerdem bin ich neugieriger als Dan. Aber wenn wir erwischt werden... Aber wieso machst du dir Sorgen? Du brauchst die beiden doch nur abzulenken, während ich das Risiko eingehe. Na komm schon. Ja? Kann ich Ihnen helfen? Ja, Dr. Nicholson, das können Sie. Ich würde gern noch einmal an Ihrem Experiment teilnehmen. Das tut mir leid. Das geht nicht. Ach, wie schade. Weshalb nicht? Wir setzen jeden Freiwilligen nur einmal ein.
Es gibt da ein geringes Risiko. Miss Carson, wir verfahren so, dass wir mit einem Freiwilligen immer nur einen Versuch machen. Sie können also nicht mehr teilnehmen. Haben Sie sonst noch Fragen? Das ist schade. Ich hatte gehofft, mehr über meine Urgroßmutter zu erfahren oder vielleicht noch weiter zurückzugehen. Tja, aber da kann man eben nichts machen. Dr. Ramsay? Ja? Da ich nichts Neues herausfinden kann, würde ich das Band gern noch einmal hören. Tut mir leid. Wir erlauben nicht... Das Band ist gelöscht worden. Was? Unser Budget ist begrenzt. Um Geld zu sparen, müssen wir die Kassetten mehrere Male benutzen. Aber... Hey, was machen Sie denn da? Sie dürfen hier nichts anfassen. Entschuldigen Sie, ich habe mir nichts dabei gedacht. Die Kassetten sind mir einfach aufgefallen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Dr. Nicholson und ich haben noch einiges zu tun. Natürlich. Komm, Laura. Wir haben hier nichts mehr verloren. Na, hast du's? Kleinigkeit. Die Kassetten waren alle alphabetisch nach den Namen der Freiwilligen geordnet. Aber ohne dich wäre es unmöglich gewesen. Mit deinem Charme und meinem Geist könnten wir die Welt beherrschen. Welch ungewohnte Bescheidenheit. Stimmt. Also zurück mit unserer Beute. Ich möchte wirklich wissen, was an Stans Vergangenheit so abschreckend ist, dass es sogar vor ihm selbst verborgen werden muss. Was ist los? Stan muss es als erster hören. Ach, Laura, er sagt doch selbst, dass er sich nicht dafür interessiert. Aber das könnte sich ändern, wenn er mehr wüsste. Nein, Tone, wir haben kein Recht, Stans Band in seiner Abwesenheit abzuhören. Ah, wenn du meinst. 11 Uhr, wo könnte er denn jetzt sein? Na, wo schon? Wahrscheinlich wieder bei seinem angebeteten Professor. Ah, Laura, hast du mich erwartet? Stan, du musst sofort mit zu Tone kommen. Was? Wieso? Ich kann jetzt nicht. Ich muss ins Seminar. Das ist nicht so wichtig. Los, komm. Rat mal, was Tony besorgt hat. Na, woher soll ich das wissen? Er hat dein Tonband, die Stimme deines Ahnen. Aber wie... Ich dachte, dass Dr. Ramsay und Dr. Nicholson... Mach dir deswegen keine Gedanken. Jedenfalls hat er es und wir können es uns anhören. Ist es nicht toll? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns darauf nicht einlassen. Ach was, komm erst mal mit zu Tony und David. Der ist auch da. Laura sagt, dass du die Kassette gestohlen hast. Wie konntest du das bloß tun? Dr. Ramsay und Dr. Nicholson waren doch so freundlich zu uns. Gestohlen? Wie kommst du darauf? Die Stimme auf dem Band gehört schließlich dir, Stan, und keinem anderen. Nur wenn du dagegen bist, sieht die Sache anders aus. Ich bin sicher, dass es juristisch auf jeden Fall anders aussieht. Ach, nun halt schon den Mund und setz dich. Sitzt ihr alle bequem, meine Lieben? Ja. Jawohl. Okay. Folgt mir ins frühe 19. Jahrhundert. In eine Zeit, in der nachts Straßenräuber durch die verseuchten Städte streiften, in der Frauen und Kinder ihr Leben in der Dunkelheit von Bergwerken fristeten, in der Verbrecher die Feuerprobe zu bestehen hatten. Wieso bringst du die Zeit nicht etwas durcheinander? Unterbrich mich nicht. In eine Zeit, in der Lepra und Pest die Welt einbrachen. Statistisch gesehen sind Todesfälle verursacht durch Lepra und Pest. Kurz gesagt, hiermit präsentiere ich den Stan des 19. Jahrhunderts. Ist das soweit? Es geht los. Ich dachte schon, dass er sich ewig gegen die Spritze sträuben würde. Kannst du losgehen? Jetzt. Mr. Higgins? Hören Sie mich? Nö. Entspannen Sie sich. Und lassen Sie Ihren Erinnerungen freien Lauf. Wenn das Bild klar ist, beschreiben Sie es bitte. Ich bin so verwirrt. Typisch. Kann mich an nichts erinnern. Wieso bin ich überhaupt hier? Loslassen. Hysteriker. Loslassen. Alles in Ordnung. Nein, stehen Sie nicht auf. Sie sind in Sicherheit. Ein Chaos. Ich kann nichts erkennen. Alles rauscht so schnell vorbei.
Mr. Higgins? Mr. Higgins? Sagen Sie uns, woran Sie sich erinnern können. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Hm. Bitte? Voyeure! Stan. Wozu wühlen Sie in der Vergangenheit herum? Wir sind Wissenschaftler. Wir haben die Aufgabe, Wissen und Erfahrung zu erweitern. Was meinen Sie mit Wissen und Erfahrung? Woher haben Sie die Dreistigkeit, solche Worte zu benutzen? Wer sind Sie? Das wüssten Sie wohl gerne, was? Sie wollen hören, woran ich mich erinnere. Also gut. Ich entsinne mich an einen heißen, staubigen Tag und eine Menge schmutziger Trottel, die alles verhöhnten, was sie nicht begreifen konnten. Ich erinnere mich an ein hölzernes Gerüst, die blendende Sonne und ein Seil um meinen Hals. Nein, nein, abstellen! Stan, das kannst du doch nicht machen. Lass die Geschichte nicht in der Luft hängen. Wenn Stan den Rest nicht hören will, ist das seine Sache. Wir haben kein Recht, ihn dazu zu zwingen. Aber er sollte sich's vielleicht noch mal überlegen. Das ist einfach lächerlich. Er ist ein Feigling, wie immer. Toni! Ja, ich meine es ernst. Er hat Angst, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, sogar wenn sie mehr als 100 Jahre alt ist. Er macht sich in die Hosen, wenn er seinen eigenen Schatten sieht. Alles, was ich will, ist ein ruhiges, normales Leben. Ja, das ist es ja. Du bist die Mittelmäßigkeit in Person. Und wenn schon. Ich bin ganz damit zufrieden. Du kotzt mich an. Ich riskiere eine Menge, um dir dein Tonband zu verschaffen, weil ich glaube, dass du das Recht hast, die Tatsachen zu erfahren. Und dann fehlt dir der Schneid zuzuhören. Wirklich, du bist eine Null. Also komm bitte, Toni. Jetzt reicht's aber. Nein, nein, es stimmt schon. Schaltet das Band nur wieder ein, wenn ihr wollt. Ja, und ob. Weshalb hat man sie gehängt? Gut ist schlecht, schwarz ist weiß, reich ist arm, Tag ist Nacht. Hatten sie jemand ermordet? Ermordet? Arme Narren! Ist das alles, was euch einfällt? Wie heißen Sie? Man nennt mich den Unversöhnlichen. Oh Mann. Sagen Sie, hat einer von Ihnen je Menschenblut gekostet? Ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich habe endgültig genug davon! Hey Stan! Stan, Stan, komm mal zurück! Er hat das Band mitgenommen. Es gehört schließlich ihm. Oder hattest du das vergessen? Auch gut. Ich wünsche ihm viel Vergnügen. Das Ganze war ein ziemlicher Blödsinn. Kommt, wir haben ein paar Gläser im Club verdient. So geht's nicht weiter, Stan. Sie müssen doch selbst gemerkt haben, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Was nützt das? Als Sie Ihr Studium begannen, dachte ich sofort, ein akkurater Mensch. Das war die beste Beschreibung für Sie. Aber Ihr letztes Referat? Ja, sehen Sie sich das bloß an. Es ist unsauber. Hier, voller Tippfehler. Haben Sie eine Erklärung für diesen plötzlichen Wandel? Und was ist mit dem Inhalt? Ja, mit dem Inhalt. In Anbetracht der mangelhaften äußeren Form lohnt es sich nicht, den Inhalt zu prüfen. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass der Inhalt eines Referates wichtiger ist als ein paar Tippfehler? Wie bitte? Mr. Higgins, wollen Sie meine Maßstäbe in Zweifel ziehen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur... Sie haben sich sehr verändert, Stan. Letzte Woche haben Sie mein Seminar verpasst. Es behandelt ein Thema, das Ihnen bestimmt gefallen hätte. Egalität gegen Individualität. Kann der Bruch von Vorschriften je gerechtfertigt sein? Ich hatte einen entscheidenden Diskussionsbeitrag von Ihnen erwartet. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Bitte? Ich habe gesagt, dass Ihr langweiliges Seminar nicht das Wichtigste in meinem Leben ist. Andere Dinge haben Vorrang. Es tut mir leid. Wie
können Sie wagen, so mit mir zu reden? Ich habe keine Zeit mehr. Übrigens, in Zukunft können Sie sich Ihre Schallplatten und Konzertkarten selbst kaufen. Ich werde das Band nicht mehr spielen. Ich werde das Band nicht mehr spielen. Ich... Wo ist das Protokoll? Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Schon im nächsten Monat sind die Abschlussprüfungen. Die Sonne. Die Sonne erinnert mich an etwas. Es ist schon so lange her. Was geschah damals? Ich halt's nicht mehr aus. Ja, da ist es. Und da war dieser Junge, den wir irgendwo aufgelesen hatten. Ein heimatloser Bursche. Er wollte unbedingt bei uns bleiben. Ach ja, hieß er nicht Tompkin? Ein magerer kleiner Kerl mit roten Haaren. Bevor er einer von uns werden konnte, musste er die Todesprobe bestehen. Die Weihezeremonie, grausam und großartig. Er sollte seine Überlegenheit über die Masse beweisen. Aber er versagte. Nein. Und das Schlimmste? Nein. Er rannte davon wie ein Kaninchen. Zur Polizei. Er trank kein Blut an jenem Abend. Wir tranken seines. Und dann? Es war die letzte freie Nacht. Am nächsten Tag. Am nächsten Tag? Was bilden Sie sich ein? Glauben Sie etwa, mich verhören zu können? Mich? Du kleine Schlampe, ich werde dir's zeigen! Ne? Was hast du nun von deinen akademischen Würden? Stärkt es Ihr Selbstbewusstsein, mich zu beleidigen? Ich habe genug Selbstbewusstsein. So. Aber Sie fürchten sich, uns zu erzählen, was nach dem Tode des Jungen passiert. Ich fürchte überhaupt nichts. Sie brachten meine Jünger um. Einen nach dem anderen. Der Himmel färbte sich rot und erzitterte unter den Schreien meiner geliebten Kinder. Und Sie? Jemand warnte mich. Ich flüchtete zu einem Judas, der mich gegen Silber verkaufte. Sein Name sei auf ewig verdammt. Aber meine Sache wird weiterleben. Ihr werdet sehen, der Geist und die Geschichte werden nicht sterben. Die Geschichte? Ja. Jetzt fällt mir es ein. Wer kann das sein? Mr. Higgins? Müssen Sie mich jetzt stören? Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie kein Kaugummi unter Ihr Kopfkissen legen möchten. Es ist nur sehr schwer auszuwaschen. Was? Na, welch eine Schande. Es tut mir leid. Mir ist klar, dass es sich um ein weltbewegendes Problem handelt. Und ich werde in Zukunft vorsichtig sein. Also früher waren Sie der ordentlichste Student auf diesem Flur. Aber Kaugummi unter dem Kissen, nee, ekelhaft. Was heißt denn hier ekelhaft? Sie werden schließlich dafür bezahlt, das Bettzeug zu waschen. Seien Sie froh, dass Sie nicht arbeitslos sind. So eine Frechheit. Also, wo war ich stehen geblieben? Wir fuhren über die Hauptstraße und der Abschaum der Stadt versammelte sich, um uns anzugaffen, zu verspotten und anzuspucken.
Inzwischen bedauere ich, dass wir die Kassette gestohlen haben. Ach, daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Wer weiß. Vielleicht tut es Stan ganz gut, nicht dauernd über Bilanzen und Statistiken nachzudenken. Und über Regeln und Vorschriften. Schade, dass ich nicht so weit zurückgeschickt wurde. Ich würde gern wissen, wie meine längst vergessenen Ahnen gelebt haben. Ich habe natürlich Respekt vor meiner Großmutter. Sieh mal, da ist Stan. Wie es ihm wohl geht, ich mache mir Sorgen um ihn. Irgendwie habe ich das Gefühl, an allem schuld zu sein. Naja, wenn du meinst. Ich gehe zu der Abrüstungsdemonstration unten auf dem Platz. Zur Demonstration? Vorsicht, deine Gene machen sich bemerkbar. Bis dann, Laura. Tschüss, David. Stan! Stan! Wo hast du dich bloß versteckt? Seit Wochen haben wir uns nicht gesehen. Verschwinde. Ich will nicht mit dir reden. Stan! Du solltest dich von mir fernhalten. Wenn du nur wüsstest, was... Das alles sieht ja gar nicht ähnlich. Was hast du nur so lange gemacht? Das Band angehört. Mein Gott. Hältst du es für richtig, noch immer darüber nachzubrüten? Ich spiele mir das Band mehrere Male am Tag vor. Das, was du gehört hast, war noch gar nichts. Es wird viel schlimmer. Dieser Vorfahr von mir war Führer einer Sekte. Heute würde man sie wohl als Anarchisten bezeichnen. Es war also eine politische Gruppe? Nicht nur. Es ging auch um Religion. Sie wollten alles umstürzen und gleichzeitig ihren Führer, meinen Ur-Urgroßvater, zu einer Art Gott machen. Wie hieß er eigentlich? Sein echter Name war Jimmy Platt. Aber er ließ sich am liebsten der Unversöhnliche nennen. Die Mitglieder seiner Sekte hießen Blutsbrüder. Du machst Witze. Du kannst mir glauben, dass sie es ernst meinten. Sie müssen ein paar grässliche Rituale gehabt haben. Wurde Jimmy Platt deshalb aufgehängt? Wahrscheinlich. Jedenfalls solltest du dir das Ganze nicht so zu Herzen nehmen. Denk nicht mehr dran. Was hältst du davon, am Freitag bei der Sitzung des Studentenrates das Protokoll zu machen? Das ist doch deine Spezialität. Denk nicht mehr dran! Wie würdest du dich fühlen, wenn du von einem Massenmörder abstammtest? Du übertreibst. Überhaupt nicht. Aber all das ist schon so lange her. Ach, du verstehst mich nicht. Ich, meine Familie, schulden ihm sehr viel. Jimmy Platt muss den wohlhabenden Zweig meiner Familie begründet haben. Die Seite meines Vaters hatte nie Geld. Begreifst du nicht? Wir verdanken unser bequemes Leben den Verbrechen dieses Wahnsinnigen. Ich verdanke ihm mein Studium. Du machst dir zu viel Gedanken. Wer weiß, mit welch teuflischen Mitteln er das Geld der Familie zusammengerafft hat. Das ließe sich auch von den meisten gekrönten Häuptern sagen. Und es geht nicht nur um Geld. Worum denn noch? Seltsame Dinge spielen sich ab. Heute habe ich meinen ersten Streit mit Professor Cunningham gehabt. Das wird bestimmt Folgen haben. Hoffentlich. Der Mann hat dich schon so lange ausgenützt. Früher bin ich immer höflich zu ihm gewesen. Um nicht zu sagen untertänig. Auch das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Am besten ohne Umschweife. Ich bin nicht so leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Schwörst du, keinem auch nur ein Wort davon zu verraten? Natürlich, natürlich. Wie gesagt, ich habe mir das Band immer wieder vorgespielt. Und nun merke ich, dass ich mich auch an andere Dinge erinnern kann. Was meinst du mit anderen Dingen? Mir fallen Sachen ein, die ich nie erlebt habe. Als wären es Bruchstücke aus einer anderen Welt. Eine andere Welt? In diesen Erinnerungen ist alles leerer. Ich stelle mir oft vor, wie ich über einfache Sandpfade ging oder sogar ritt, ohne dass irgendetwas von Menschen hergestelltes zu sehen war. Hast du mal daran gedacht, wie selten das heutzutage ist? Sogar auf dem Lande. Früher oder später stößt man immer auf einen Zaun, eine Eisenbahnlinie oder einen Telegrafenmast. Aber das braucht doch nichts zu bedeuten. Hör zu, wann habe ich schon mal ein Pferd aus der Nähe gesehen? Höchstens im Kino.
Außerdem sind die Gebäude, wenn ich einmal darauf stoße, und die Kleidung der Menschen ganz anders als heute. Nein, diese Erinnerungen gehören dem Unversöhnlichen. Einmal hatte ich sogar das Gefühl, von jemandem so genannt zu... Von wem? Das spielt keine Rolle. Manche Erinnerungen... Nein, ich möchte sie lieber nicht wiederholen. Bitte, ich finde das sehr spannend. Ah, für dich ist das alles nur ein Spiel, nicht wahr? Manche Dinge sollten eben besser nicht ausgesprochen werden. Bitte. Nein! Aber ich habe mir etwas Bestimmtes vorgenommen. Mir ist nämlich eingefallen, wo Jimmy Platt sein Tagebuch versteckt hat. Sein Tagebuch? Wunderbar, Stan. Ja, er hat es in einer Höhle am Meer vergraben. Ich kenne die Höhle sehr gut. Ich habe als Kind dort gespielt. Ich werde hinfahren und sehen, ob sie noch da ist. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass wir uns hier angemeldet haben. Sie werden bestimmt sagen, dass wir Ihre Zeit verschwenden. Zwei Neurotiker mit überhitzter Fantasie. Ich habe ihn gesehen, David, du nicht. Er ist so verändert. Nicht mehr der Stan, den wir kennen. Sogar seine Stimme und seine Miene irgendwie härter, aggressiver. Hat er sich etwa in den Leibhaftigen verwandelt? Den Unversöhnlichen. Nein, David, spotte nicht. Er hat sogar Professor Cunningham herausgefordert. Das ist wirklich fatal. Wir sollten sofort einen Arzt anrufen. Kommst du nun mit oder soll ich allein gehen? Ach, wenn wir uns schon zum Narren machen wollen, dann sollten wir uns wenigstens beeilen. Was wünschen Sie denn schon wieder? Ja, es ist schwer zu erklären. Sie werden wahrscheinlich... Ich glaube, dass Laura zu viel Fantasie hat, aber sie wollte nur mal fragen... Dr. Nicholson, kann jemand Schaden nehmen, wenn er sich eines Ihrer Versuchsbänder zu oft anhört? Das stimmt, dass wir... Ich meine, wir haben gedacht... Sagen wir vermutet... Kennen Sie jemanden, der so etwas getan hat? Stan Higgins hat sich sein Band seit Wochen täglich vorgespielt. Und was war das Ergebnis? Woher hat er das Band? Alle Aufnahmen sind hier untergebracht. Ich hab's gestohlen. Ja, und was geschah, als ich das... Ach so. Sie wissen hoffentlich, dass Sie deshalb von der Universität verwiesen werden können. Das ist mir klar, aber darum geht's jetzt nicht. Leider bleibt mir nichts anderes übrig, als der Fakultät Mitteilung zu machen. Dann wird man entscheiden, welche Schritte angemessen sind. Aber was ist mit Stan? Was kann ihm passieren? Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Entschuldigen Sie mich, bitte. Dr. Nicholson, Sie müssen uns helfen. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Sie wollten doch gerade nach Stan fragen. Tja, leider darf ich mich nicht äußern. Wollen Sie es denn zulassen, dass Stan sich noch öfter das Band vorspielt und... dass es ihm noch schlechter geht. Er hat nichts anderes im Kopf als diesen Vorfahren. Jetzt plant er sogar, sich dessen Tagebuch auszugraben. Sein Tagebuch? Also, dazu würde ich ihm auf gar keinen Fall raten. Ja, weshalb nicht? Sollten Sie uns nicht reinen Wein einschenken? Wieso haben Sie Stan eigentlich nicht gestattet, sich sein Band nach dem Experiment anzuhören? Nur weil es sich so sehr von den anderen unterschieden hat. Wir wollten ihn nicht unnötig aufregen. Es gab keine anderen Gründe. Und nun? Tja, das ist sehr unangenehm. Ich möchte niemand unnötige Sorgen machen. Also nichts deutet darauf hin, dass die Bänder Schaden anrichten können. Aber? Die Experimente mit dem Generationengedächtnis, die wir gerade durchgeführt haben, sind die letzten einer langen Serie. Ja... Wie gesagt, wenn ein Freiwilliger sich ein- oder auch zweimal in die Vergangenheit zurückversetzen lässt, gibt es keine Probleme. Das möchte ich betonen. Natürlich, das glauben wir Ihnen. Ja, am Anfang jedoch, da benutzten wir immer wieder dieselben Freiwilligen. Und nach einer Weile merkten wir, dass sich... Es gab eine Tendenz, dass sich spontane Erinnerungen einstellten. Sie meinen... dass die Vorfahren von dem Versuchskaninchen Besitz ergriffen? Ach, natürlich nicht. Es handelte sich schließlich nur um eine Erinnerung. Der Freiwillige war sich seiner eigenen Identität immer bewusst, aber ja, es schien, dass die ständige Reizung dieser ohnehin dominanten DNS-Muster die Erinnerungen verstärkte. Und
In manchen Fällen machten sich die Persönlichkeiten der Vorfahren deutlich bemerkbar. Das heißt also, dass Stan selber und der Einfluss anderer Vorfahren immer schwächer werden und Jimmy Platt sich durchsetzen könnte. Ach, nicht der Vorfahr selbst, nicht sein Bewusstsein oder seine Seele, wie Sie es nennen wollen. Es ist weiterhin Stans Identität, aber gewisse Züge seiner Persönlichkeit, die bisher latent geblieben sind, könnten in den Vordergrund treten. Und was kann man dagegen tun? Ja, vor allem müssen wir die Reizauslöser beseitigen, das Band und das Tagebuch, wenn er sich nicht schon verschafft hat. Übrigens, wie hat er von dem Tagebuch erfahren? Auf dem Band wurde es nicht erwähnt. Er sagt, es sei ihm selbst eingefallen, wo Jimmy Platt es versteckt hat. Das ist kaum zu glauben. Stan muss besonders empfänglich für den Einfluss der Aufnahme sein. Ich hoffe, es genügt ihm, das Band abzunehmen, damit sein natürlicher Charakter wieder dominieren kann. Wenn wir das Band überhaupt in die Hände bekommen. Stan macht sich in letzter Zeit sehr rar. Tony? Tony! Hey, Tony! Sag mal, weißt du, wo Stan steckt? Nein. Bist du um diese Zeit nicht meist in Professor Cunninghams Vorlesung? Nein, da habe ich schon nachgesehen. Oh, solche Pflichtvergessenheit. Cunningham wird als Entschädigung ein ganzes Symphoniekonzert von ihm verlangen. Du weißt noch nicht Bescheid, Tony. Er hat sich verändert. Hast du gehört, dass jemand in Stans Zimmer eingebrochen hat? Wirklich? Und was gibt's da schon zu klauen? Eine Menge alter Akten und Bilanzen. Die Tonbandkassette. Es muss Professor Cunningham gewesen sein. Nein, ich weiß. Du? Aber was? Wieso? Ich habe Stans Aufnahme geholt. Das Band, das du im Labor besorgt hast. Durch das Band ist Stan nämlich verändert worden. Und du meinst wohl umprogrammiert? Ja, das könnte in diesem Fall der richtige Ausdruck sein. Wie viel in unserem Leben wohl vorherbestimmt ist. Wie tiefsinnig wir heute Morgen sind. Ja, ich meine, dass nur unsere Erfahrungen uns selbst gehören. Alles andere, was uns ausmacht, stammt von unseren Vorfahren. Ach, das ist nicht sehr originell, David. Psychologen haben sich seit Jahren damit beschäftigt. Nach der Geburt getrennte Zwillinge später als Erwachsene verglichen, Schimpansen zusammen mit Menschen aufgezogen, neue Intelligenztests ausgearbeitet. Ja, ich weiß, aber bis vor kurzem glaubten wir doch, dass uns zumindest unsere Erinnerungen gehörten, dass sie von unseren persönlichen Erlebnissen herrührten. Wohin willst du eigentlich? Ins Labor? Hab gerade eine Nachricht bekommen, dass es mit meinem Versuch heute klappt. Oh. Willst du dir das nicht nochmal überlegen? Immerhin wissen wir jetzt, dass die Experimente gar nicht so harmlos sind. Keine Sorge. Ich werde aufpassen und von niemandem Süßigkeiten annehmen. Nur 20 Pfund. Hallo? Ist da jemand? Ah, ein Zettel. Mr. West, ich hatte noch rasch etwas zu erledigen, aber ich werde um 12 Uhr zurück sein. Ihre Lösung steht schon auf dem Tisch. Wenn Sie sie jetzt austrinken, können wir sofort nach meiner Rückkehr anfangen. S. Nicholson. Ah, dort drüben. Riecht nach gar nichts. Tja, dann auf die Gesundheit aller früheren und heutigen Wests. Und auf die 20 Pfund. Nicht übel für ein Medikament. Hast mir schlimmer vorgestellt. Stan, was zum Teufel? Ah! So, und jetzt sieh mal zu, ob du dich losmachen kannst, du neunmal Kluger. Und nun zu der Maschine. Was ist los? Oh, mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Wie gefällt dir die Zwangsjacke? Von mir entworfen und hergestellt. Solche Talente hättest du mir wohl nicht zugetraut, was? Stan, du hast mich niedergeschlagen. Mit einer Flasche voll Quecksilber.
Spürst du, wie dir die Tropfen den Nacken runterlaufen? Du, ja, ich spüre es, aber weshalb? Lass die Späße, binde mich sofort los! Du hast mich immer verachtet. Hast mich für einen Roboter ohne Gefühle, ohne Leidenschaften gehalten. Ihr alle habt über mich gelacht. Aber du am meisten, Tony. Wie konntest du das wagen? Dabei bist du nicht einmal so viel wert wie der Schmutz unter meinen Füßen. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, mein Kopf. Du hättest mein Gehirn verletzen können. Was macht das bei dir schon aus? Ihr seid alle gleich. Du, David und sogar Laura. Hohlköpfe, denen nichts wichtiger ist als die Zustimmung der Masse. Aber ich? Wusstest du, dass ich von einem Propheten abstamme? Einem Propheten, der für seine überlegene Weisheit zum Märtyrer wurde. Als kleiner Pedant hast du mir besser gefallen. Wer waren deine Vorfahren, Tony? Du brauchst nicht zu antworten. Ich werd's herausfinden. Was machst du da? Nimm die Dinger weg! Ich bringe nur die Elektroden an deinem Kopf an. Und dann befördere ich dich so weit zurück, dass du deine Existenz für immer vergisst. Hör auf! Nein! Hilfe! Hilfe! Hier hört dich keiner. Ramsey und Nicholson sind heute im Seminar für Psychiatrie. Bist du bereit? Ah! Das ist... Nein! Ich kann... Bitte hör auf! Hilfe! Nein! Nein! Was? Wer... Bin ich? Es ist so, ich verstehe nicht. Ich kann nicht mehr. Wir hatten recht, Dr. Nicholson. Stan ist hier. Stan, was machst du da um Himmels Willen? Ich schicke Tony zurück. Lassen Sie den Hebel los! Ich habe ihn. Geschafft. Mein Gott, wie weit haben Sie ihn geschickt? Die maximale Entfernung. Ich glaube nicht, dass das sich je wieder über mich lustig machen wird. Tony? Tony! Er braucht Luft. Wir müssen ihn auf den Boden legen. Tony! Hören Sie mich! Ich fürchte, da ist nicht mehr viel zu machen. Tonys Erinnerungen sind explodiert. Er kann nicht mal mehr sprechen. Aber das ist ja fürchterlich. Kann nichts dagegen getan werden? Wir können nur hoffen, dass die Wirkung nach sorgfältiger Behandlung irgendwann nachlässt. Nicht nur Tony muss behandelt werden, auch Stan. Er muss doch den Verstand verloren haben. Ich? Wie meinst du das? Laura! Stan! Wieso bin ich eigentlich hier? Ist nicht heute Nachmittag die Sitzung des Studentenrates? Wenn ich das Protokoll machen soll, muss ich mich noch vorbereiten. Das Protokoll ist ein sehr wichtiger Teil der Veranstaltung. Dazu brauche ich einen dunklen Anzug. Ich muss sofort nach Hause. In unserer Reihe Zukunftswelten hörten Sie Ein fatales Erbe von Mary McCabe.